Der sechste Tag im Shaolin-Tempel. Abt Shi Hengzong will Marcel und Joshua erneut einer Prüfung unterziehen. Sie sollen durch ein Ritual zum Teil der Gemeinschaft werden. Wir bieten den Jungs an, die Haare geschnitten zu bekommen. Das ist natürlich auch ein symbolischer Neuanfang, sozusagen. Damit werden sie natürlich auch ein Stück weit voll in den Orden integriert. Der rasierte Kopf ist für buddhistische Mönche das Zeichen, sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurückzuziehen. Und ein Muss, um in den Orden aufgenommen zu werden. Noch ahnen die Jungs nicht, vor welche Wahl der Abt sie gleich stellt. Was wird denn das jetzt? Werden wir jetzt hier mit zum Mönch gekrönt oder sowas? Ihr wundert euch wahrscheinlich, was ihr jetzt gerade hier macht oder was wir hier machen. Tatsächlich ist es so, wenn man in einen Orden normalerweise eintritt, dann tun wir symbolisch die Haare schneiden. Keine Chance. Nein. Tut mir leid, meine Haare würde ich niemals abscheren. Denn das Aussehen ist für Joshua das Wichtigste im Leben. Wenn jemand zu mir kommt, du schminkst dich zu viel, dann mache ich noch eine zweite Schicht drauf, ganz einfach. Ich finde es wichtig, dass man auf sein Aussehen auch achtet, weil ich meine, im Grunde sieht jeder draußen mein Aussehen und nicht mein Charakter. Ich habe nie gesagt, dass ich jetzt hier der Supermönch hier werde und meine Haare abrasiere und keine Ahnung was halt machst. So, am besten noch auf mein Make-up verzichte halt. Klare Absage. Und auch eigentlich keine Überraschung. Aber was ist mit Marcel? Bisher hat er sich gut entwickelt. Aber geht er auch diesen Schritt im Plan der Mönche mit? Also meine Haare sind mir zwar nicht wichtig, aber ich bin halt kurz davor zum Friseur gegangen. So. aber du sitzt. Ja. Shifu? In dem Moment, wo ich jemandem die Haare schneide, ist das traditionell die Bedeutung, er wird jetzt zu meinem Sohn, steht unter meiner Obhut und ich sorge jetzt dafür, dass er mit allem ausgestattet wird, was er braucht, um eines Tages durch die Welt zu gehen. Für manche ist es eine Last, die Haare geschnitten zu bekommen, ja, für andere ist es eine Ehre. Und einfach als Symbolik und als Geste dafür, dass Marcel sehr vieles hinter sich gelassen hat und in einer Art und Weise auch blind gefolgt ist. Sag auf Wiedersehen zu deinem alten Leben. Oh, am besten beugst dich kurz ein Stückchen vor. Okay? Der Schritt hat Marcel Überwindung gekostet. Aber genau die soll er ja lernen. Am Anfang dachte ich mir so, ne, auf gar keinen Fall, ich bin auf jeden Fall raus. Aber dann habe ich dran gedacht, was die alles für mich getan haben. Und ich glaube auch, dass es denen auch gezeigt hat, dass ich das alles noch mehr ernst nehme. Zeig dich mal. Good. Good. Am Anfang war ich geschockt, danach habe ich mich gefreut. Aber ja, die wachsen nach. Welcome on the other side. Marcel hat die Prüfung bestanden. Er ist nun Teil der Gemeinschaft und fühlt sich angekommen. Doch für Joshua ist er derselbe geblieben. Bunny, hör mich. Hey, are you not hungry? Ganz ehrlich, ich halte von Marcel überhaupt gar nichts. Ich finde ihn auch sehr unsympathisch und es ist schön und gut, wenn er das Ganze hier auch so mitmacht oder so. Ich finde manche Aktionen für ihn einfach peinlich und auch kindisch und so. Und vor allem, er ist einfach ein bisschen anstrengend manchmal. Und ich bin auch sehr froh, dass ich ihn ab dann nicht mehr sehen muss. Doch ganz so weit ist es noch nicht. Marcel scheint für seinen Fleiß auch noch einen Preis zu bezahlen. Wo, am Fußgelenk oder was? Marcel nimmt den Vorfall gelassen, wie es sich für einen echten Shaolin gehört. Ich habe einen Kick nach vorne gemacht beim Sport, war dann auf den Zehenspitzen und bin dann mit dem Körpergewicht nach unten halt umgeknickt. Dann tat es halt weh, ich konnte nicht richtig laufen. Also ich glaube, es ist nichts Schlimmes, also kein Knochen irgendwie kaputt oder so, aber Schmerz halt, also Eis und dann... Ich habe es einfach so genommen, wie es halt einfach passiert ist. Ich habe meinen Fuß geschont, ich schone ihn weiterhin und dann sollte eigentlich in den nächsten Tagen alles gut sein. Lieber bleibe ich zu Hause und ruhe mich aus, anstatt zum Arzt zu gehen. Krücken und Verband kommen von den Mönchen. Aber die Einstellung durchzuhalten kommt ganz allein aus Marcels Innerem. Der Abt ist stolz auf ihn. Das ist natürlich etwas, was viele ihm erstmal nachmachen müssen. Also ich kenne viele Menschen, die sagen, mir tut was weh, ich mache gar nichts mehr. Wenn mir der kleine Finger weh tut, kann ich auch keinen Spagat mehr. Das ist natürlich toll, diese Art, wie er da mitmacht, wie er sich da integriert, wie er das umsetzt, wie stark er da ist. Was für eine Entwicklung. Vor einer Woche war das noch ganz anders.
So geht das nicht. Ja. Seit circa zwei Jahren macht er nichts. Ich bin auch gerade beschäftigt hier. Das kannst du später machen. Ja, das, was du willst, kann ich auch später machen. Disziplin bei Marcel muss sich ändern und er muss endlich Klick in den Kopf kriegen. Dann muss er was endlich in sein Leben machen. Das Shaolin-Kloster ist für Marcel zwar keine freiwillige, aber dafür die richtige Entscheidung. Zum Abschluss des Unterrichts, wir haben noch etwas, nämlich einen Brief von deiner Mutter für dich. Damit hat Marcel nun wirklich nicht gerechnet. Ja, ich habe schon Angst, was da drin steht. Die Situation, als Marcel den Brief bekommen hat, war natürlich sehr emotional für ihn. Marcel, ist es dir lieber, wenn wir... Ich würde rausgehen. Du würdest rausgehen, okay. Ich glaube, das war auch tatsächlich ein ganz wichtiger Moment für ihn. Also auch der Brief selber war sehr wichtig für ihn. Seit Marcel die Schule abgebrochen hat, ist das Verhältnis zu seiner Mutter extrem schwierig. Ich freue mich schon, das ist nicht die Frage, aber es kam einfach unerwartet. Lieber Marcel, ich hoffe wirklich, dir geht es gut und du hast eine schöne Zeit. Ich hoffe, das Experiment hilft dir, etwas mehr aus deinem Leben zu machen. Denn dein Leben hat doch gerade erst begonnen. Du kannst so vieles schaffen und so viel erreichen. Du musst nur wollen. Wir sind alle sehr stolz auf dich. Ich glaube, ich habe meinen Eltern noch nie solche Worte gegeben und sie haben mir auch noch nie solche Worte gegeben. Ich dachte immer, ich bin eher der Außenseiter und der immer alles abbekommt. Aber da habe ich gespürt, dass ich sehr viel Liebe bekomme auch. Wir lieben dich. Mama, Papa, Geschwister und Max. Vorwärts in ein neues Leben. Selbst auf Krücken. Der Plan der Mönche ist aufgegangen. In dem Moment denkt man natürlich daran, wie es damals war und dass es nicht so einfach war. Ich hatte Momente, wo ich als Kind mein Leben gelebt habe und mein Leben voller Freude gelebt habe. Aber dann gab es auch Momente, wo ich Angst hatte, nach Hause zu kommen, sagen wir mal so. Irgendwo sind die Bilder von damals noch ganz tief in meinem Kopf und kommen auch manchmal raus. Deswegen ist es halt auch manchmal so, dass deswegen Streit entsteht und ich deswegen auch nicht so gut und so lieb zu meinen Eltern war. Ja, mehr will ich darauf nicht eingehen, aber es war halt einfach eine schwere Zeit. Aber ich glaube, meine Mama ist von meinem Charakter her jetzt schon stolz auf mich. Wenn sie mich so sehen würde, wie ich jetzt bin, dann auf jeden Fall, weil die dann sieht, dass ich was durchziehen kann. Tag 7 im Klosterexperiment. Immer noch herrscht Funkstille zwischen den beiden Jungs. Doch weder Joshua noch Marcel stört das in ihren Tagesabläufen. Im Gegenteil, trotz kleinem Handicap kämpft sich Marcel weiter durch. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Liegestütze an einem Tag gemacht. Bevor es für die Jungs morgen nach Hause geht, ruft der Abt ein letztes Mal zum Gespräch. Ihr habt ja im Laufe der Woche viel von uns jetzt kennengelernt. Wir haben viel von euch kennengelernt. Gibt es etwas, was ihr noch an Fragen habt, was ihr noch wissen möchtet? Ja, klar würden mich auch einige Dinge interessieren bei dem Leben von den Mönchen hier. Gehen die auch mal richtig feiern oder so? Haben die nicht mal das Verlangen, einfach mal am Geburtstag oder an Silvester einfach mal ein Glas Sekt zu trinken oder sich einfach mal ein bisschen die Kante zu geben? Ich meine, ist doch manchmal ganz lustig, einfach mal Spaß zu haben. Party und Alkohol, nicht mit mir. Wart denn ihr schon jemals wirklich betrunken? Also habt ihr schon mal richtig gefeiert? Ich bin ja nicht so mein Leben lang rumgelaufen, habe ich ja nicht mein Leben lang dieser Art Leben gewidmet. Auch ich hatte eine Vergangenheit. Nur war in der Vergangenheit alles ein bisschen extremer gestrickt. Extremer in dem Sinne, dass es einfach dann Tage, Nächte gab, hat man gar nicht geschlafen. Dafür dann andere Wochen, da hat man durchgeschlafen.
Und dann hat man irgendwann die Sonne gar nicht mehr gesehen für eine Woche. Von daher, mach die Erfahrung in all diesen Dingen. Aber es sei nicht dumm. Das bedeutet, lerne aus Fehlern und korrigiere sie. Ganz einfach. Auch Marcel hat noch offene Fragen. Wie ist es bei euch mit Kindern? Also, wolltet ihr mal Kinder oder? Bei dem Lebensweg, den man wählt, geht das ja nicht. Also dann müsste man sich entscheiden, quasi das Kloster zu verlassen. Aber wie ist es denn, wenn man sich dann einfach nie mehr wirklich verliebt? Die Frage ist immer, ob danach die Sehnsucht ist oder nicht. Es ist nicht so, dass wir keine Liebe empfinden, aber wir versuchen eben gleichmäßige Liebe zu allen Wesen zu entwickeln. Und aus diesem Grund haben Mönche keine Beziehungen, keine Kinder. So ganz leuchtet den beiden das noch nicht ein. Sehr zum Vergnügen der Mönche. Wer zuletzt lacht, lacht auch im Kloster am besten. Marcel und Joshua haben im Shaolin-Tempel viel Neues kennengelernt. Ja, wir waren jetzt eine Woche hier. Wir haben ja auch viel über euch erfahren, wie ihr lebt. Ja, war auch eine sehr interessante Zeit. War nicht direkt super einfach für mich, jetzt muss ich ehrlich sagen. Doch warum hat Joshua sich so schwer getan? Was keiner weiß, die Zeit im Kloster riss bei ihm alte Wunden auf. Dieses Geheimnis lüftet der 19-Jährige jetzt. Mein Vater, der macht auch Qigong und der hat auch mir einen Meister und der zeigt es oder bringt es auch Leuten bei. Und er hat auch schon wieder versucht, mich so in die Richtung zu bringen mit Sachen, die ich einfach nicht so cool fand. Und deswegen fühle ich mich hier einfach nicht wohl, weil ich mich davon verfolgt fühle. Weil ich immer wieder wirklich krampfhaft versucht habe zu sagen, nein, ich will das nicht machen. Und es wurde halt nie wirklich respektiert. Als ich zum Beispiel jetzt ein Kind war, wo wir ins Spielplatz gegangen sind und dann mein Vater sich da hinstellt und irgendwelche komischen Bewegungen macht. Und ich habe mich da schon immer sehr geschämt, so ein bisschen, muss ich sagen. Weil ich mich da halt einfach unwohl dabei gefühlt habe. Und jetzt bin ich halt genauso in so einem Ort hier halt wieder. Und er ist für mich nach wie vor mein Vater, aber es ist halt schwierig halt zwischen uns so, weil es nie so ganz funktioniert und ich mich bei ihm auch nicht verstanden fühle. Ich denke, was bei Joshua sich im Laufe der Woche, im Laufe des Aufenthaltes hier geändert hat, war eventuell einfach, dass er gemerkt hatte, jeder, der hier ist, der will ihm eigentlich nichts Schlechtes. Das heißt, wir sind nicht hier, um irgendwas Schlechtes für ihn zu tun, sondern waren stetig offen und haben versucht, ihn in allen Aspektpunkten aus unserer Sicht voranzubringen. Das Einzige, was dazu notwendig ist, um voranzukommen, war, von seiner Seite aus sich zu öffnen. Und das ist eben im Laufe der Zeit immer mehr und immer mehr passiert. Ich habe im Nachhinein auch halt gemerkt, dass ihr alle wirklich sehr sympathische Leute seid und alle auch das Herz im rechten Fleck habt. Oder Stack Bitches. Aber ich bin gut gelaunt, ich konnte schlafen. Ich habe auch verstanden, worum es in einem Kloster geht. Dass ihr halt auch versucht, wirklich möglichst ohne Stress umzugehen. Dass ihr wirklich immer versucht, die Ruhe selbst zu sein. Allein bei dir merke ich das immer, dass du mal super so gelassen bist. Ich nehme eine Sache wenigstens mit, und zwar, dass man auch, wenn was irgendwie am Anfang so gar nicht geht, dass man eigentlich gar nicht packt oder nicht leiden kann, dass man es trotzdem probieren sollte und ausprobieren sollte und einfach durchziehen sollte. Ja, trotz aller anfänglichen Schwierigkeiten, aber ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, auch mal über deinen Schatten zu springen, auch mal wirklich dich auf Dinge einzulassen, die nicht ganz nach deinen Vorstellungen laufen. Aber an diesen Dingen wachsen wir. Was ich mitgenommen habe, ist, dass in einer Gemeinschaft nicht der Einzelne zählt, sondern die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft geht immer vor. Seh's doch mal ein, dass wir versuchen, dir nur zu helfen. Und wir wissen, dass du es im Endeffekt danach bereuen wirst. Einfach nicht aufgeben. Gut gemacht. Shifu, du hast mich mit deinen Worten zu einem besseren Mensch gemacht. Du hast mir gezeigt, dass man nie aufgeben sollte. Sag auf Wiedersehen zu deinem alten Leben. Welcome on the other side. Du hast mich bis an meine Grenzen gebracht. Du wusstest genau, was du tust bei mir. 20, gut. Diese Kraft kommt, weil du lernst, loszulassen. Ich glaube, ich okay. Was soll ich sagen? Man sieht sich immer zweimal im Leben. Das Schöne ist, dass jetzt im Rückblick ein gutes Gefühl ist, zu sehen, dass die ganze Energie, die investiert worden ist, Früchte getragen hat.
Marcel hat sich definitiv sehr schnell entwickelt. Eigentlich hat er sich besser entwickelt als viele andere, die freiwillig kommen. Dafür, dass er nicht freiwillig gekommen ist, dafür, dass er sozusagen überrascht wurde. Bombenerfolg. Also bombig entwickelt. Ich glaube, für sich selbst hat er einen Riesenschritt gemacht. Und das möchten wir auch honorieren, weil es macht auch Spaß, mit so jemandem zu arbeiten. Und weil der Plan der Mönche so gut aufgegangen ist, haben sie für Marcel zum Abschied nicht nur Handy und Portemonnaie im Korb, sondern auch eine letzte Überraschung im Gepäck. Wir haben gesagt, wenn du noch mal kommen willst im nächsten Jahr, du bist herzlich willkommen, komm einfach vorbei. Du bist natürlich auch willkommen, aber wir wollten dir anbieten, weil du so gut mitgemacht hast, falls du dir einen Retreat aussuchen willst, irgendwas aussuchen willst, komm vorbei. Danke. Ja, bitteschön. Nehme ich sehr zu Herzen, danke. Es war auf jeden Fall eine schöne Zeit mit euch. Es war erfahrungsreich, ich hoffe für euch auch. Und ich befürchte, das wollt ihr wieder haben. Ihr braucht es ja eigentlich nicht mehr. Ihr wart ja jetzt eine Woche ohne, also braucht ihr es nicht mehr. Aber wenn ihr doch wollt. Eine Woche im Kloster macht noch keinen Zen-Meister. Also greifen Marcel und vor allem Joshua gerne wieder zu. Aber es war ja auch nicht Ziel des Experiments, sie zu Mönchen zu machen, sondern zu besseren Menschen. Joshua und Marcel haben auf mich einen sehr entspannten Eindruck gemacht. Und ich hoffe, sie nehmen sehr viel von hier mit. Ich denke schon. Entweder sehen wir Joshua im Fernsehen irgendwann wieder. Und bei Marcel, denke ich, auch in Lebensform wieder hier bei uns. Es ist den beiden zu wünschen, dass sie ihrem bisherigen Alltagstrott entfliehen können und sich neue Ziele im Leben stecken. Mit Disziplin, Willen und Ausdauer werden sie es schaffen.